dann machen wir hier Crafting nochmal. Strahlenschutzhelm, nein. Energiezelle, Energiezelle. Wo habe ich ein zweites Reparaturwerkzeug? Verstehe ich nicht, wo ich das hier habe. Den Siegleiter brauchen wir aktuell auch nicht. Was wir brauchen ist das Bautool. Was wir jetzt Batterien haben. Dann Kupfererz, Gold haben wir. Ich lege erstmal alles ab, bevor ich mir dann die Sachen hole, die ich wieder brauche. Blei. Salz. Also Salz werde ich mir zukünftig sparen. Ich glaube, das brauche ich nicht. Titan. Ist hier schon voll. Und hier auch schon. Aber das brauchen wir sowieso jetzt dann zum Bauen. Dann Gold. Ich hätte doch die großen Schränke bauen sollen. Ich habe schon überlegt, ob ich hier in die Mitte einfach so Glasschränke doch reinsetze. Aber dann kann man hier nicht so schnell einfach hier zu den Schränken hin. Da müssen wir mal schauen. Ich habe fast die Vermutung, dass mir die Dinger jetzt irgendwann zu klein werden. Wir haben hier noch drei, hier noch einen. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Rubin, Silber. Für das Uran brauchen wir auch noch was. Diamant, Lithium. Dann machen wir hier noch, machen wir hier vielleicht Uran hin. Wir haben noch ein Kreaturenei. Und dann legen wir mal los. Dann legen wir mal los. Hier drinnen brauchen wir nichts. Wir müssen das mit dem Fabrikator basteln. Also, wir haben hier Tauchdock, Titanbarren zweimal, Schmierstoff zweimal Blei. Das sollte nicht das Problem sein, Titanbarren. Titanbarren müsste normalerweise 10 Titan sein. Ein Hammer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nehmen wir noch ein paar mit. Nehmen wir ein paar mit, weil wir müssen ja auch noch die Abzweigung basteln. Und zweimal Blei. War da nicht was Drittes noch mit dabei? Schmierstoff. Schmierstoff. Hier ist Aerogel, genau. Da müssen wir mal schauen, was wir dann dazu brauchen. Aerogel, das war hier drin irgendwo. Ah, Gelsack. Ich weiß noch nicht, wo ich den Gelsack herbekomme, deswegen. Ah, da muss ich mal schauen, wo ich den Gelsack herbekomme. Den habe ich durch Zufall gefunden und mitgenommen. Rubin ist kein Problem. Aber der Gelsack, das ist das, was aktuell noch fehlt. Einmal. Zweimal. Dann schauen wir mal, wo wir das draußen dann platzieren können. Also wir brauchen bestimmt eine Abzweigung erstmal. Ich kann ja hier, denke ich mal, auch nichts dran setzen. Oh, das ist aber ganz schön groß. Kann ich dich drehen? Hä? Und hier der Eingang. Ist das groß.
versuche mal zu drehen, aber offenbar, also mit der mit dem Mausrad funktioniert leider nicht. So ging es vorher, aber ich kann das nur irgendwie seitwärts anbringen, offenbar. Jetzt pass mal auf, wir machen mal hier eine Abzweigung rein. Ein... ein T-Segment. Wir machen das mal. Zwei Titan. Dann Tauchdock. Und jetzt schauen wir, ob wir das irgendwie hier dran machen können. Sieht für mich aus, als würde das nicht gehen. Müssen wir das irgendwie hier oben bauen? Aber Sinn und Zweck ist ja, dass das hier unten... zwei Felder, wo ich das... probiere es jetzt einfach mal. Ich setze das mal dran. Wir bekommen es ja wieder weg, die Sachen. Also wenn wir es zerlegen... Doch, jetzt hat er verbunden. Dann hat man hier zwei. Ah, okay, wir gehen mal rein. Und schauen mal, wie das von innen ausschaut. Ich dachte, das wäre eher der Eingang länglich dann. Oh. Können wir hier durchgehen? Das ist so wie ein Vorhang. Das ist ein Secret Door quasi. After weeks without human contact. It is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Okay. Gut zu wissen, wir haben ja einige Sachen uns angeschafft. Dann kleben wir das mal hier ran. Und dann schauen wir mal, wie das ausschaut hier. Oh. Okay. Oh, ist das geil. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Dann stellen wir uns hier einfach rauf und machen hier einen Kopfsprung. Hui. Wo ist unsere Motte? Oh, wir müssen natürlich aufpassen. Ich hoffe, wir können da überhaupt unten reindüsen. Dass wir überhaupt genug Platz haben. Das wäre natürlich jetzt blöd, wenn wir hier nicht reinpassen. Welcome aboard, Captain. Ja, aber das geht schon. Locker. Und das... au, da werde ich automatisch angedockt. Und die Frage ist... ah, die Batterie wird auch aufgeladen. Es wird allerdings nicht repariert, so wie ich das sehe. Es wird aufgeladen, aber nicht repariert. Dann machen wir das doch gleich. Dann machen wir das gleich. Hier können wir dann die Erweiterungsmodule reinsetzen. Wunderschön. Ah, sieht das gut aus. Das Problem ist nur, das geht offenbar nur für eins, ne? Das heißt, wir brauchen mehrere so Docks. Für mehrere Schiffe. Gut, was können wir denn noch bauen jetzt? Also, wir haben das Tauchdock, das ist schon durch. Können wir hier Fenster machen hier drin? Aber gerade hier können wir grün machen. Wir können ein Fenster machen hier oben. Bin ich sicher, wie das funktioniert? Yep. Aber ich liebe ja Fenster, ne? Ich liebe Fenster. Ich mache hier mal eins rein. Einfach um zu schauen, ob das klappt. Wir brauchen dafür Glas natürlich. Glas. Mal schauen, ob wir überhaupt noch so viel Quarz haben. Einmal Glas. Habe ich noch Quarz irgendwo? Oh ja, wir haben einiges an Quarz. Sechs Stück. Ich mach mal ein bisschen Glas. Ah.
tut dann auch wieder mal ganz gut, ne? So Entspannungsbauen. Dann bin ich nicht ganz so angespannt immer, wie beim Erkunden. Dann setzen wir hier mal ein Glasstück rein. Fenster. Ach so, das ist gar nicht da oben, das ist hier unten. Auch schön. Ja, doch. Gefällt mir. Hier können wir zwei Fenster machen. Und hier dann wieder eins. Aber an der Seite, an der Seite wird auch eins gehen. Macht aber keinen Sinn. Das sieht man nur dann gegen die Röhren. Ach, schön. Jetzt habe ich ein Glas zu wenig, oder? Ne, wir haben noch zwei. Dann machen wir hier auch noch eins. Es muss ja immer symmetrisch sein. Das ist ganz wichtig. Wir sind immer noch bei 11,5 Hüllenstärke. Also die Fenster können wir locker hier nutzen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sieht das gut aus. Ah. Also, was haben wir denn noch Neues? Das hier war es schon. Wir haben hier Außenelemente, Energietransmitter brauchen wir nicht. Flutlicht brauchen wir auch nicht. Scheinwerfer brauchen wir auch noch nicht. Können wir vielleicht irgendwann mal machen. Fahrzeugerweiterungskonsole in ein Tauchdock einbauen, um angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Brauchen noch zwei Titan, ein Computerchip und einmal Kupferdraht. Oh, das wird wieder. Das wird wieder knapp werden. Kupfer, ne? Wir müssen auf Kupfertour gehen. Oh, vielleicht reicht's noch. Einmal Chip und einmal Kupferdraht. Fischkorallenprobe zweimal und Gold. Fischkorallen. Haben wir noch zwei und einmal Gold. Das müssen wir jetzt, denke ich mal, irgendwo hier an die Seite dran machen. Hier ist Ein- und Ausstieg. Oder auch nicht. Wo müssen wir denn das dran setzen? Ah, hier vielleicht? Nee, Open Here. Ich hätte jetzt gemeint, irgendwo hier oben, damit man sich hier herstellt. Hier an so eine Seite. Deswegen kann ich das, weil ich hier wahrscheinlich Fenster gebaut habe. Deswegen geht das nicht. Okay, dann bauen wir doch das gleich mal hierher. Aber ist das nicht falsch rum jetzt hier? Die Konsole? Ist doch irgendwie falsch rum dran jetzt. Jedenfalls wird es falsch rum angezeigt. Man muss hier so reingehen. Aha. Tauchbootname. Oh, wie cool. Seemotte. Rumpf. Da können wir sogar die Farbe ändern. Oh, gibt es hier Tollfuß Orange? Oh, wie cool. Da brauchen wir aber ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen. Ein richtig gutes Orange. So. Dann der Name ist natürlich dann, der muss eigentlich weiß sein. Innen. Tauchstreifen. Die Streifen machen wir vielleicht auch weiß, oder? Oh, ist das schön. Ist das schön. Oder schwarz. Das sieht eher dann, sieht eher grau aus, ne? Gefällt mir jetzt nicht so. Die Namensfarbe.
Wir schauen mal, was da am besten passt. Was Grünes. Dann lassen wir es einfach bei Schwarz. Innen müssen wir fast auch so orange machen. Wenn schon, denn schon. So, und die Streifen können wir auch noch alles orange machen. Wobei das nicht wirklich, ne? Wenn ich jetzt hier auf orange gehe, dann sind die trotzdem dunkel. Wir machen die mal schwarz. Der Name, der passt, Seemotte, das ist okay. Schön, Fabrikator benutzen. Und hier können wir jetzt, jetzt können wir hier die neuen Module basteln. Rumpfpanzerung, Maschineneffizienzmodul. Verwertet Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust. Das heißt, die Batterie hält länger. Frachtmodul. Den brauchen wir. Seemottenmodule. Also das sind hier welche, die überall gehen. Seemottenmodul. Tiefenmodul haben wir bereits. Nicht stapelbar, da brauchen wir nicht mehr. Solarladegerät. Lädt die Energiezelle der Seemotte im Sonnenlicht auf. Ja. Seemottenperimeter-Abwehrsystem. Seemotten-Torpedosystem. What? Und ein Sonar zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf der Sichtfeldanzeige. Kann mir jemand sagen, wenn ich das Seemotten-Sonar einbauen würde, ob mir dann auch die Scanner-Sachen angezeigt werden? Oh, wir müssen mal aufpassen, wir brauchen nochmal eine Solaranlage. Ob mir dann die Scanner-Sachen angezeigt werden, die ich im Scannerraum habe. Wir brauchen nochmal Solarpanels. Für Solarpanels brauchen wir Quarz, vier Quarz, vier Titan. Shit, wir haben kein Kupfererz mehr. Okay. Das ist jetzt eventuell ein Problem. Wir schauen mal, was wir noch haben. Krebsmodul, Tiefmodul, Wärmereaktor, Sprungtriebwerk, Torpedos. Aber wir haben halt kein Magnetit, wir haben auch keine Säurekapsel. Die Sachen aus dem Scannerraum werden nicht angezeigt, sagt Aron Bolosch. Das ist schade. Das ist schade. Ich würde sagen, Frachtmodul geht auf alle Fälle. Und mal schauen, ob wir vielleicht sogar zwei Frachtmodule einbauen können. Wir brauchen Titan und Lithium. Das können wir relativ einfach herstellen. Oh, ist das gut. Das bringt uns jetzt schon richtig, richtig weit vorwärts. Also, Frachtmodul. Werden die Sachen aus dem Scannerraum bei dir nicht angezeigt? Ich habe es nur gemerkt bei dem Seegleiter. Wenn ich mit dem Seegleiter unterwegs bin, habe ich ja eine kleine Kamera oben drauf, einen kleinen Scanner. Aber die Sachen, die Punkte hier, die werden leider nicht angezeigt beim Seegleiter. Und dann gehe ich mal davon aus, dass das hier dann ja auch nicht der Fall sein wird. Wir können es ja auch mal probieren dann. Also ein Frachtmodul. So, und das steckt man jetzt hier rein. Und die Frage ist, ob wir dann auch mehrere Frachtmodule reinsetzen können. Das probieren wir mal. Das kannst du ändern, dass die dir immer angezeigt werden. Das geht schon. Dann würde ja so ein Scanner richtig viel Sinn machen. Wo war denn der? Tiefenmodul, der hier. Aber kann ich jetzt eh nicht bauen. Ich habe kein Kupfer, ich habe kein Magnetit. Das muss noch warten. Polyanilin habe ich auch nicht. Kabelsatz können wir auch nicht machen. Wobei, das könnte man sogar machen. Das Solarladegerät.
Ach so, ich muss im Scannerraum dann was bauen. Ah, okay, ein Erweiterungsmodul. Ich glaube, ich kann im Scannerraum noch gar nichts bauen. Ich baue hier, wir brauchen nochmal ein Titan. Ich baue hier nochmal ein Modul. Dann hauen wir zwei so Frachtmodule rein. Damit wir Platz haben. Und ich hoffe, das lässt sich quasi so stapeln. Ich würde auch gern das hier noch machen, das Solar-Ladegerät. Wobei wir jetzt eh ziemlich lang unterwegs sind immer. Also eigentlich brauchen wir es nicht. Lass mal gut sein. Ich packe mal das zweite hier rein und dann lassen wir es mal vom Stapel. Frachtraum öffnen. 1, 2, 3, 4, 16 Fächer. Aber habe ich jetzt noch ein zweites? Oder ist das jetzt insgesamt? Hier ist noch eins. Huch. Oh, gut, gut, gut. Nochmal. Das ist doch super, oder? Dann haben wir hier nochmal eins rein. Machen wir nochmal eins. Dann haben wir drei Fächer und können zukünftig um einiges mehr mitnehmen. Yes. Die anderen Sachen machen wir dann, sobald ich die habe. Gut. Was haben wir sonst noch gefunden? Wir haben hier Fahrzeugerweiterungskonsole habe ich gebaut. Die anderen Sachen können wir noch nicht machen. Innenmodul. Die Batterieladestation kann ich nur mit Kupferdraht machen. Verdammt, wir müssen Kupfer besorgen. Da kann ich nichts machen. Modifizierungsstation. Fortgeschrittener Fabrikator zur Modifizierung. Der muss irgendwo. Das steht ja einfach mitten im Raum. Den können wir hier an die Wand stellen dann. Denke ich mal. Dann die Batterieladestation. Zack. Ich gehe mal davon aus, vier Batterien gehen hier rein. Dann machen wir hier auch noch einen. Ja. Okay, damit ich das nicht vergesse. Ansonsten, ja, das ganze Zeug hier, das können wir erstmal ignorieren. Das brauchen wir momentan nicht. Gut, dann ist jetzt die oberste Priorität erstmal Kupfer zu besorgen. Und wir können das doch auch machen, wenn wir uns auf den Weg machen zu der Rettungskapsel 13. Yep, so machen wir das. Nehmen wir zwei Dinger mit. Wir haben aktuell ausgerüstet unser ganz normales Tauchgerät. Das ist auch okay. Eine Batterie müssen wir noch mitnehmen. Eine wird wahrscheinlich reichen. Ich nehme eine mit. Beziehungsweise eine, die noch voll ist. Dann speichern wir auch noch. Dann machen wir uns auf den Weg. Haben wir schon wieder eine neue Nachricht jetzt bekommen? Nein. Wir brauchen viel Kupfer. Rettungskapsel 4. Brauchen wir die noch? Wir brauchen die Rettungskapsel. Die Boje bei Rettungskapsel 4 brauchen wir nicht mehr. Weil wir ja das andere schon gefunden haben. Was schwebt denn da unten? Da ist... Oh, da haben die den getötet jetzt. Aha. Bist du schon voll geladen? Batterie voll geladen. Okay, wir machen kurz Pause und dann steigen wir in unsere neu gestaltete Simotet.